So, da bin ich wieder. Ich habe mal das Ganze so wieder hergestellt, wie ich es vorher hatte. Wir haben hier unten natürlich noch ein bisschen Gold, das ich noch nicht ausgegraben habe. Ist jetzt ein bisschen anders mit den Kreaturen, die wir haben. Ich kann das leider nicht genau steuern, welche Kreaturen wir bekommen. Aber es sieht ungefähr so aus, wie wir es hatten. Also, ich kümmere mich mal kurz um die anrückende Heldentruppe hier und dann versuchen wir das Ganze nochmal. Diesmal habe ich den Tempel für den schwarzen Ritter früher hier unten in den Friedhof gesetzt. Einfach damit wir da das Rezept zusammenkriegen. Und jetzt habe ich mir das auch den Unterschied zum letzten Mal, dass ich mir das Glühwürmchen, was hier oben rumgeflogen ist, das fliegt hier so rum, das ist ein neutrales Glühwürmchen, das können wir so rekrutieren. Da muss man mit dem Salamander ein bisschen rumgucken. Das habe ich mir jetzt dafür geholt. Und jetzt müssen wir natürlich ausprobieren, ob das so funktioniert, wie es eigentlich vorgesehen ist. Your portals have attracted as many creatures as they can. Dieses Abhauen ist echt lästig. Hör auf! So, mitnehmen. Den Rest kann ich wieder freilassen. So, das ist ein Siebener, den will ich nicht. Das ist ein Einser. Gut. So rum vielleicht. Ach, die muss ich noch Richtung Trainingsraum schicken. So. Ich speichere das Ganze nochmal. Das kann ich ruhig überschreiben. So. Und dann versuchen wir es nochmal. The gods have accepted your sacrifice. Das war's nicht. The gods have accepted your sacrifice. Ich versuche nochmal eine andere Reihenfolge. Und zwar so rum vielleicht. The gods have accepted Jetzt hat's your geklappt. sacrifice. Und da haben wir The unseren gods have schwarzen Engel Level accepted 10. your sacrifice. Hervorragend. Behold, the mighty Zachariah, champion among dark angels. Treat him well, and he could prove to be a most beneficial ally. Ja, den können wir mal hier kurz drauf loslassen. Hier hat sich. Was hast du eigentlich hier vorgehabt, du Scheißzwerg? Der hat hier gegraben. Und zwar nicht sonderlich wenig, wie ich das. Oh nö. Der ist nicht ganz rangekommen, aber trotzdem. Oh. Blöden kleinen. Ach, jetzt ist es zu spät zu mir, Mann. Der Schaden ist angerichtet. Dann ist dann. Jetzt wollen wir mal den mit dem schwarzen Engel hier hinten den letzten Außenposten räumen. Das habt ihr euch nicht ganz überlegt, oder? Der hier offenbar schon. Hilft aber trotzdem nichts. It is payday. So. Das war die Geschichte. Du kannst natürlich dir ein paar Hühnchen abholen. Und jetzt wollen wir mal sehen, dass wir hier die ganze Geschichte erobert kriegen. Die Imps sind natürlich hier immer noch am Gold abbauen. Ihr sollt diese Leiche da wegräumen. Da können wir es so machen. Dass wir da schon mal die ersten Felder erobert kriegen. Ist Gott sei Dank nicht rangekommen. Da hatte ich kein Auge drauf. Das hätte sonst ein bisschen blöd in unserem Trainingsraum ausgesehen. Wenn er hier weitergegraben hätte, wäre das wahrscheinlich so gewesen. Und dann wäre der hier rausgekommen. Naja. Mistakes were made. Jetzt ist es zu spät zum Jammern. Gut, die schwarzen Elfen sind ziemlich gut trainiert. Du kannst nochmal schlafen. Natürlich kannst du dir auch deinen Zahltag abholen. Und hier haben wir noch ein paar Helden, die wir verhören können.
Du bist Level 4, du darfst interrogated an enemy creature in the torture chamber. Map information has been divulged by the Warum hauen die ab? Du sollst nicht das Gold wegholen, sondern die Leichen. Gut, dann kommen wir da auch raus. Hier hinten müssten wir noch weiter erkunden. Aber jetzt erstmal werde ich dafür sorgen, dass wir hier hinten ungestört erobern können. Ich schalte die Wächterfallen aus. Zumindest die, die hier auf dem Festland stehen. Für den anderen müssen wir einen Salamander nehmen. Und dann können wir hier auf diese Brücke eine Barrikade setzen und die anderen Brückenteile abreißen. So, da kommen mal ein paar Skelette rein als Ablenkung. Diese Fallen sind ein bisschen nervig, aber das macht nichts. Die kriegen wir ganz gut weggeräumt. Diese Barrikaden so. Dann die Wächterfallen und die Blitzfalle. Es wird immer so ein Chaos, wenn die ganzen Kreaturen dann da alle reinrollen. Deshalb mache ich das lieber mal selbst. So, und hier gucken wir nochmal. Nee, das scheint mir keine weiteren Fallen zu sein. Gut. Oh. Da können wir nochmal unsere Macht ausleben. Die Skelette sorgen wieder für Abwechslung. Und der Rest ist Geschichte. Die Skelette verhalten sich wie ganz normale Skelette, ja. Aber die werden gleich wieder verschwinden. Die werden also nie bis zum Trainingsraum schaffen. So, Leichen wegschaffen. Es hat sich doch gerade erledigt. Was meckerst du denn? So, einfach nur weil wir es können, setzen wir hier oben wieder das Casino rein. Das hatte ich noch nicht gemacht. Dann, Arena ist fertig. Gut, Friedhof ist hier. Den Tempel hier oben reiße ich mal wieder ab. Hier rennen mir die Kreaturen sonst zu oft hoch. Greif, die Zauberer wollen da beten. Da kann ich doch besser hier so einen 4x4-Tempel reinsetzen. Oder ich mache das noch anders. Ich glaube, ich setze ihn lieber hier hin. Vier mal fünf ist es jetzt. Ach komm, dann machen wir so. Dann ist jeder glücklich. Ich sollte meine Imps mal aufstocken. 18, 19, 20. Die können sich dann um alles kümmern. Einmal den Rest erobern. Und jetzt brauchen wir mal kurz einen vernünftigen Salamander hier, mit dem wir hier die Wächterfallen wegräumen können. Die verhindern nämlich noch, dass hier erobert wird. Ja, natürlich dauert das mit dem Salamander etwas länger. Ich könnte auch Brücken bauen, aber wir brauchen dieses Gebiet hier überhaupt nicht erobern. Es reicht, wenn wir hier einfach die Fallen wegräumen und das war's. So. Ich will nämlich noch ein bisschen zeigen, was hier vom Level sonst noch zu sehen ist. Denn wir haben hier links und rechts von der Festung noch so ein bisschen was wir erkunden können. Ja,
Ja, die Imps werden jetzt natürlich fleißig beschossen, aber sobald die wieder zurück auf das eigene Territorium gehen, sollten die... Cursed be forever! Oh. Evil forces! You will not pass forth into the upper realm! Oh, der King spricht zu uns. Over an enemy guard room. Ja, und dann sollten wir vielleicht so ein bisschen die Imps davon abhalten, weiter vorzurücken. Obwohl, der Fallenraum, den haben wir ja schon entschärft. Das heißt, wenn wir diese Fallen hier einfach weggemacht haben, können wir ohne Probleme die Imps da lassen, weil da sind ja Türen. Das heißt, die werden nicht weiter vorrücken. Die Falle noch muss noch weg. Ich glaube, vorhin ist mir, habe ich gesehen, da ist noch ein Imp explodiert. Den müssen wir gleich wieder ersetzen. You have taken over an enemy bridge. Oh, guck mal was, guck mal an. You have taken over an enemy treasury. Da kommen Riesen. Ich glaube, ich habe da was. Ich habe da was, womit wir uns beschäftigen können. Ja, sogar ein Fünfer Riese, wenn der alleine auf mich drauf geht, der will mich gar nicht angreifen. So, 4, 3, 2. Und der ist zwar nicht Level 1, aber der ist auch ein Schlag. Eine ganze Batterie Riesen von einem einzigen schwarzen Engel Level 10 ausgeschaltet. So, die Riesen können wir noch wegbringen. Und ich zeige euch gleich mal, wo die herkamen. Dafür brauchen wir nur eine Holzbrücke. Ja, da können wir einfach so rüber. So ein bisschen erkundet haben wir ja schon. Vielleicht war das der Fehler beim letzten Mal, dass eben nur das Glühwürmchen, was hier rumflog, funktioniert hat. Und wir deshalb eben nicht den schwarzen Engel daraus bekommen haben. Vielleicht lag es auch an der Kombination, ich weiß es nicht. Aber letztendlich hat sie ja funktioniert. So, jetzt können wir daran. Oh. Hier sind wir noch nicht. Okay. Your guard room is under attack. Warum rennst du da überhaupt rein, du Vollidiot? Ich lasse hier nochmal die Wände wackeln. Und dann können wir das hier ausgraben. Der letzte Zugang müsste dann Geschichte sein. It is payday. So, das ist nochmal wieder ein Fall für dich. Dass die auch immer da lang rennen müssen. Die Brücke können wir hier verkaufen. Die brauchen wir nicht mehr. Kriegen wir zumindest noch ein bisschen Gold her. Und hier oben haben wir eine Diamantmine. Da kamen übrigens die Riesen her. Du sollst dich doch hier drum kümmern. Die scheucht meine ganze Impfflotte durch die Gegend. Ja, der hat seinen Spaß. Den kriegen die auch nicht platt. Keine Chance. Ihr könnt mir das hier mal erobern. Hier oben können wir dann auch die Imps lassen. Warum da jetzt 24.000 lagen, ist mir schleierhaft, aber ich nehme sie gerne. So.
Your creatures are unable to get to a prison. So, und dann machen wir hier oben erstmal wieder Schatzkammer hin. Das können wir bei der Diamantenmine sehr gut gebrauchen. Warum ruckelt das denn jetzt so? Hier ist doch nichts, was da großartig Performance zieht. Ich speichere mal kurz. Game saved. So. So. Drei können da oben bleiben. Your casino is too small. Da liegt noch eine Zwergenleiche. Das ist auch gerade eine Leiche geworden. So, schön mitnehmen. Drei sind hier. Und dann erobern wir endlich mal diesen Rest hier. Well done. So, you've den Schlafsaal übernehme ich auch mal. And thus have blocked this way for heroes to traverse. You've taken over an enemy room. Hier oben geht es zwar auch noch ein bisschen Lava, aber ich glaube nicht mehr, dass da allzu viel sein wird. Hier oben ist auch noch unerforscht, aber da wird auch nichts mehr sein. Your portals have attracted as many creatures as they can. Da nehme ich nochmal kurz einen Salamander. Der kann sich da mal kurz umgucken. You have taken over an enemy lair. Mit dem Salamander geht das ja Gott sei Dank recht schnell über Lava. Das Glühwürmchen in der Symbiose ist eine echte Katastrophe. Das hätten sie wesentlich besser hinbiegen können. A dark angel has become unhappy because he hasn't been paid. Oh, verdammt. You have taken over an enemy lair. Darum muss ich mich immer sofort kümmern, um den schwarzen Engel. Na, wieder glücklich? Ja. Ein Salamander brauche ich nochmal. Dann schauen wir mal, was uns da hinten noch erwartet. Ein paar Fallen, das habe ich ja schon gesehen, aber die können wir stehen lassen. Und sonst, hier hinten ist noch... Oh, guck mal an, eine Angstfalle. Da machen wir mal kurz einen Bogen drum. So, dann haben wir hier hinten noch ein Heldentor. Das ist allerdings komplett von Lava umschlossen. Das heißt, um das Tor müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, ich glaube, wir gehen full hem und einfach rein. Ach ja, hier haben wir noch die versteckte Tür. Guck mal einer an, was dahinter noch so ist. Die Skelette haben gerade die Fallen ausgelöst. Sekunde, das übernehme ich. Eine Falle. Eine Falle. Jetzt kann ich auch mal kurz zeigen, wie mächtig so ein schwarzer Engel ist. Den interessiert das überhaupt nicht. So eine Angstfalle, da werden wir eigentlich sofort rausgeschmissen. Der schwarze Engel interessiert das überhaupt nicht. So einfach, weil sie da sind. Lass ich mal kurz die Fallen verschwinden. Weil die Imps wollen hier garantiert später noch erobern. Und da werden die natürlich immer wieder von den Fallen verschreckt. Was die praktisch unfähig macht, irgendetwas anderes zu erledigen. So, eins, zwei. Und dann haben wir schon gesehen, da geht es gerade zu unserem Hauptziel. Zu dem, ich sag jetzt mal, Thronsaal. Und dieser Thronsaal, da wollen wir doch gleich mal reingucken. So, das dürfte die letzte Falle gewesen sein. Die
ins Rennen da schon rein. Und da sind natürlich... Oh, guck mal an, da ist der König ja schon. Wenn wir gerade schon da sind... Komm her. Gib mir einen Kampf. You may have beaten me, but my final line of guardians will see you perish yet. Your final line of guardians will fall to my hand. Ja. Das war der König. Drei Schläge, meine ich, waren das. Und dann war es das auch mit dem King. Die Leiche habe ich gerade eben ins Oblivion befördert. Die Zauberer hier kommen gleich hinterher. So. Dann gehen wir hier mal rein und entschärfen die ganzen Fallen. So. So. Und das war's. Wir sind hier relativ fertig. Jetzt bleibt nur noch eine Sache. Und zwar hier hinten. Das hier sind die Steinritter. Und die sind unzerstörbar. Die können durch keine unserer Kreaturen angekratzt werden. Nicht mal ein halbes Blütenblatt fliegt da durch die Gegend. Die sind nicht... ja, doch, angreifbar schon, aber die sind nicht zerstörbar. Und das ist tatsächlich etwas, das müssen wir erst nochmal herausfinden, wie das geht. Ich weiß es natürlich, weil ich das Spiel schon durchgespielt habe, aber wir wollen hier erstmal ein bisschen den Dreck wegräumen, der hier noch rumliegt. Gold ist ja jetzt kein Problem mehr. Das heißt, wir können hier hinten auch... Wie machen wir das denn? Ich weiß, wie ich es mache. So. Wir können hier eine große Schatzkammer anlegen. So ungefähr. Und dann machen wir es hier hinten so. Und wir haben genug, um unser ganzes Gold zu lagern. You have successfully interrogated an enemy creature in the torture chamber. Map information has been divulged by the victim in the torture chamber. Einmal kurz die letzten Felder hier füllen. Den Rest machen wir, wenn das erobert ist. Jetzt haben wir hier noch was zum durch die Mangel nehmen. Die geben hervorragendes Vampirfutter ab. Ich weiß, du kannst nicht mehr trainieren, aber geh trotzdem mal raus hier. A vampire has risen in your graveyard. Ah. The Stone Knights are the last defenders of the gateway. There's no force within this realm to beat them. Are we doomed? Or is there yet another way? Natürlich ist da ein anderen Weg. Creature in the torture chamber. Map information has been divulged by the victim Diese in the torture Stone chamber. Knights. Die können besiegt werden, aber nicht von einer Force, die wir im Moment einfach so haben. Da müssen wir ein bisschen kreativ werden. It is payday. Und zwar gibt es eine Kreatur, eine Macht in diesem Land, die wir nur für eine begrenzte Zeit nutzen können. Your portals have attracted as many creatures as eine Macht, die alles andere in den Schatten stellt, was wir bislang kontrollieren können. Und diese Macht ist extrem mana-hungrig. Ich rede natürlich von Horny. Your creatures are unable to get to our treasury. You have successfully interrogated Und jetzt, da wir hier unseren Dungeon so florierend haben, Map information has been divulged können wir nochmal kurz unseren Tempel hier zu Ende bauen. Und dann haben wir theoretisch dieses Land geschafft, wenn wir Horny hier beschwören. Und das machen wir jetzt mal. Und der wird natürlich sofort da auf die beiden losgehen. Ja, das bringt nichts. Du musst da erstmal durch. Und den Kampf sehen wir uns natürlich erstmal an.
Horny hat keinen Lebensbalken, das heißt, die können den nicht besiegen und der macht denen Schaden. So. Das war's. Ja, das war's. Das letzte Level ist geschafft. Der König ist tot. Und die Steinritter wurden zerschlagen. Und wir werden nie erfahren, was hinter diesem Tor lag. Zumindest nicht in diesem Spiel. Und ich wollte zwar diese Reihe beenden, aber dann ist mir ein anderer Gedanke gekommen. Und zwar, ich habe ein anderes Spiel gefunden, das tatsächlich von der Story her ziemlich genau da ansetzt, wo Dungeon Keeper 2 jetzt aufgehört hat. Auch wenn es von einem komplett anderen Entwickler ist und eine komplett andere Mechanik im Spiel hat, aber es ist vom Stil her dasselbe und von der Story her setzt es auch da an. Also, das Böse hat es endlich geschafft, hier unten aus dem Untergrund auszubrechen und in die Oberwelt zu kommen. Und da werde ich euch dann im nächsten Spiel, was diese Reihe dann fortsetzen wird, wieder erwarten. Specials found 0 von 1. Wir hätten natürlich noch viel weiter erkunden können, aber mit so einem schwarzen Level, Engel Level 10, das brauchen wir nicht. Einfach drüber mit dem Schwert einmal durch, dann hat sich die ganze Sache erledigt. So, ich wünsche euch damit einen traumhaften Tag, bleibt gesund und wir sehen uns wieder im nächsten Spiel. Bis dahin, tschüss.